Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Sly Cooper Jagd durch die Zeit. Wir gucken jetzt einmal kurz im Thief-Netz nach, da scheint es was Neues zu geben. Steuerbare Stabdreher. Ermöglicht es leise, einen Stab zu steuern. Wärmesucher. Okay. Holen wir uns das. Weil wir haben schon wieder einen Auftrag mit Bentley. Cooper zu vermieten. Okay, legen wir los. Gucken wir doch mal, was Bentley wieder so auf Lager hat. An Mission. Wehe, Hecken, Bentley, wehe. Aber ich befürchte ja. Oh. Wie sehr ich mich darüber freue. Okay. Cooper zu vermieten. Oh, hier mit der Sonneneinstrahlung. Das ist echt schön. Sehr gelungen. Like it. Wolltest du gerade was rumgreifen? Oh ne, du bist in Angriff wegen dem Typen. Okay, als erstes steht auf dem Programm, Tennessees Waffen zurückzuholen. Ja, es ist aber nur eine. Ich habe aufgerüstet. Aber ja, ich brauche meinen Schießknüppel zurück. Okay, meinen Quellen zufolge hat Toothpick diese alte Goldmine vor ein paar Monaten geschlossen. Angeblich aus Sicherheitsgründen. Dann hat er daraus ein Lager für seine Diebesbeute gemacht. Für seine gestohlenen Sachen. Darunter auch Tennessees Waffe. Wir müssen bei diesem Auftrag vorsichtig vorgehen, um keinen Verdacht zu erregen. Ich werde mich also hervorragend tarnen und Toothpick zum Mineneingang folgen, um dort ein Signal zu platzieren. Murray, dieses Signal wird dich dann dorthin führen. Toothpick hat den Eingang bestimmt gesichert, also brauchen wir deine großartigen Fähigkeiten, um ihn zu öffnen. Sobald der Weg frei ist, kann Tennessee hineingehen und seine Waffe holen. Dann mal an die Arbeit. Okay, ich muss an dem Kerl dranbleiben. Ich muss dicht dranbleiben. Aber... Ach du Scheiße. Okay. Ich bin gern in meiner Mine. All das Gold hat eine so beruhigende Wirkung. Ach, meine Stiefel. Ich bin hinter dir, du Depp. Das kann ja super werden. Der Weg zur Mine ist doch ein kleines Stück. Merci. Ich sollte den Saloon auffüllen. Goldzählen macht mich immer so wahnsinnig durstig. Der Mine... Ein Cooper in der Gegend war schon schlimm genug. Jetzt habe ich's mit zweien zu tun. Ich hätte so gern einen echten Schnurrbart. Ernsthaft, Bentley? Ich bin gern in meiner Mine. All das Gold hat eine so beruhigende Wirkung. Ach, meine Stiefel! Der fuchtelt darum und Bentley ist total gelangweilt. Ich brauche dringend eine neue Lutzerlieferung. Ich habe richtig Heißhunger. Eine neue Lutzerlieferung? Ich muss nah ran, aber nicht zu nah. Ich bin nicht da. Diesen Eingang findet niemand. Jetzt gönne ich mir einen kleinen Blick auf mein Gold. So eine kleine Tür.
Okay, jetzt sind meine Hackerkünste gefragt. Skorpione? Jungs, Hilfe! Die Kavallerie naht! Keine Angst, Bentley! Ich hab Insektenspray dabei! Was zum... Okay. Bentley, halt aus! Ich hab alles unter Kontrolle. Das ist ja auch so ein typisches Sly-Game. Oder? Die Frage ist, ob wenn ein Skorpion Bentley erreicht, ob dann gleich Sens ist. Ob Steinobst auch aus Bienen kommt. Murray, wir haben anderes zu tun. Wann, wie viele kommen noch? Oh shit. Der Murray bekommt Goldfieber! Ja, ich grad nicht! Ich hab grad dezent Stress, Murray. Glaub ich. Ah! Okay. Nein, jetzt geht's ans Hacken, oder? Nein. Bentley, bitte. Bitte nicht. Bentley. Nein. Oh. Moment. Wie war was? Okay. Ich brauche eine Übertaktung. Zeit für den Beschleunigercode. Her mit dem Upgrade-Platz. Beschleunigercode aktiviert. Aktualisiere Physik-Code-Modul. Und voilà! Elastische Projektile! Perfekt, um Ecken zu schießen! Ah, okay. Verstehe. Wow, dieses Sicherheitssystem kann ich nicht direkt angreifen. Da muss ich wohl um die Ecke schießen. Aha! Interessant. Oh. Der Beschleuniger-Lasering ist ideal für den Schalter. Wenn ich das Schiff mit gedrückter R2-Taste bewege, kann ich einen schädigenden Laserring um das Ziel legen. Okay. Schlüssel, okay. Ah, alles klar. Aber klar. Bei diesem Ding folge ich besser dem Elektronenstrom. Hi. Oh je. Oh Gott. Schon beim Anblick dieses Warplochs wird's mir schwindelig. Ach, das ist lieber Abstand. Ein Warploch, ja natürlich. Instant Death wahrscheinlich, ne? Okay. Bestimmt kann ein Laserring um mehrere Schalter das Problem lösen. Das war nicht ordentlich gezogen. Das gebe ich zu. Okay. Oh, jetzt hätte ich fast die Laser da übersehen. Gesundheit. Sehr schön. Für die Sperre braucht man einen Datenschlüssel. Irgendwo muss es ja eine Sperre dazu geben. Oh Mann, sie fahren schwere Geschütze auf. Alter, schön. Riesen zerlege ich besser stückchenweise. Kriegen wir hin. Einfach immer in Bewegung bleiben. Das war auch schon in Slide 3 eine sehr große Hilfe. Je größer sie sind, desto tiefer ihr Fall. Okay. Wow. Das
wäre etwas zu weit. Okay, da muss der Schlüssel rein. Verstehe. Das ist auch schon mal erledigen. Okay. An den Datenschlüssel komme ich nur mit meinem Shellcode heran. Ja, Shellcode. Bingo, dieser Datenschlüssel dürfte passen. Ja, einen anderen haben wir nicht, Bentley. Das Tor ist auf. Das Schiff kann andocken. Okay, Heck abgeschlossen. Geschlossen, ja. Geschlossen. Geschlossen. Oh, no. Ladescreen. Ah. Sicherheitssystem, du bist erledigt. Wahnsinn, Murray. Okay, Tennessee, jetzt du. Mensch, ich bin schneller drin und wieder raus als eine Klapperschlange. Hey, Jungs, die Tür ist etwas schwer. Oh, ich mag Tennessee. Er ist cool. Jeder Cooper ist cool. Ich wundere mich. Gieß mir gerade was zu trinken ein. Kann man so eine Ladesequenz schon mal machen? Und ich waren lange getrennt. Mal sehen. Zuerst drücke und halte ich die L1-Taste, um den Zielmodus zu starten. Im Zielmodus kann ich dann mit dem rechten Stick den Cursor zu einem Ziel bewegen. Dann drücke ich einfach die R1-Taste, um den Abzug zu drücken. Jawohl, mir fällt alles wieder ein. Klingt simpel. Bevor Toothpick mich erwischt. Durchaus, durchaus, mein lieber Tennessee. Okay, er kann ihn auch ganz normal zum Schlagen verwenden. Sehr schön. Durchaus sollten wir wieder ein paar Münzen mitnehmen. Wir haben wieder ein bisschen was ausgegeben. Okay, das kann ich nicht zerstören. Kannst du nicht hoch? Tennessee! Der Toothpick hier wohl ausbrütet. Gute Frage, nächste Frage. Wir werden es aber noch früh genug herausfinden. Was in drei Teufels? Namen. Die Musik dazu. So episch. Ihr seid nicht episch. Ich sag ja, warum müssen es immer Spinnen sein, ne? Hau ab.
Diese große alte Tür schreit geradezu nach meiner Superschusstechnik. Zuerst drücke und halte ich die R2-Taste für den Superschussmodus. Danach kann ich mit dem rechten Stick den Cursor bewegen und mehrere Ziele anvisieren. Dann lasse ich die R2-Taste los, um sie wegzupusten. Ich kann den Superschuss nur verwenden, wenn mein Cooper-Fokus voll ist. Ah, okay. Jetzt wird's knifflig. Ich muss alle Schlösser gleichzeitig treffen. Na, schaffst du doch wohl. Ich hab mir sowas schon gedacht. Das Symbol da drauf! Yay! Auf jeden Fall. Hennessy, drück die X-Taste, um auf ein anderes Gleis zu springen. Hennessy, ich orte starke elektrische Spannung auf den Schienen. Sei auf der Hut! Spannungen? Oh, ich seh's schon. Spring über den Strom, Hennessy! Alles gut! Das macht mehr Spaß als ein Tanz mit einem Maultier! Ach was! Jeeha! Ich kann nichts mehr aufhalten! Jeeha! Ich bin schneller als ein angesenkter Wolpertinger! Was? Angesenkter... Ich muss Gas geben! Angesenkter... Ich doch gar nicht. Besser kann man sich nicht fortbewegen! Juhu! Okay. Bisschen Gesundheit. What the fuck? Euer Ernst? Okay, scheinbar haltet ihr davon nicht viel. Jetzt kommst du auch noch her. Ah. Und eine Maske. Sehr schön. Ja, oh. Rappala. Oh Gott, davon halte ich nicht viel. Okay, ich bin weg. Nein! Wo kommen die Viecher denn her? Das frage ich mich auch. Okay. Hoppala. Nein, nein, bin ich da. Okay, ich bin doch da. Oh Gott, ich bin sowas von da. Hat sie mir gerade seinen Arsch? Ich brauch gar nicht. Dein Ernst? Ist das hier nochmal zum Shooter wird? Wer hätte damit gerechnet? Alter, das wird hier noch zum Shooter. Ich glaub's nicht. Oh Gott, nicht hier schon wieder. Dem so ein freundliches Design, aber trotzdem. Okay. Münzis, Münzis, Münzis. Und Heilung, sehr schön. Oh Gott. Wo muss ich hin? Wow! Danke, Kumpel. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Na da. Blöde Muku. Okay. Gotcha! Bräuchte Gesundheit. Oh Gott. Na, zumindest lassen sie Gesundheit da. Mach mal Gesundheit, sehr schön. Okay, mein Fräulein. Wow, toll geschossen. Selbstverständlich, Bentley. Selbst ein Blitz könnte mich nicht einholen. Das war knapp. Du kannst beim Race-Slicen all deine Revolver-Tricks einsetzen. So bin ich schneller als ein sechsbeiniger Kojote. Okay. Hier kommt der Eilexpress.
los bin. Wuhu! Sieht aus, als müsstest du dir den Weg freischießen, Tennessee. Kein Problem. Super, Tennessee. Und jetzt raus da. Okay, Bentley. Oh Gott. Oh, jetzt gehen die Münzen von dem Kojoten flöten. Oh Gott, wo ist die Kuh? Jetzt sind da alles Münzen. Was willst du denn? Keine Muku? Ich schwören kann, dass ich eine Muku gehört habe. There you are! Gut, dass ich keine Muni-Anzeige habe, ne? Willst du das wirklich tun? Ich hätte vielleicht mal neben dem TNT auf das TNT fast schießen sollen, aber gut. Super, Tennessee! Und jetzt raus da! Ah, selbstverständlich! Scheiße, jetzt sind die Münzen oben schon weg. Na gut! Macht nichts. Oh. Was ist dahinter? Aha. Scheiße, das ist sowas. Oh Gott. Super Schuss, Tennessee. Okay. Super! Was zum Henker? Auftrag erfüllt! Sehr schön. Diesmal auch nicht überzogen. I'm so sorry. Aber gut. Sehr schön. Warum blinkt schon wieder das Sievnet? Clothesline. Okay. Na, ich spare jetzt erstmal. Okay, das nächste Mal hat Sly einen Auftrag, Saloon-Wanze. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, eure Katan.